Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Flohmarkt-Schnäppchenrunde. Ja, meine Lieben, ich bin ja sozusagen erst rein. Gut, wenn ihr das Video seht, ist es ja schon eine Weile her. Ja, war eisekalt heute. Sollte eigentlich, es scheint zwar die Sonne, aber das war doch so kalt. Da habe ich mich schnell und erstmal eine Dose Eintopf aufgemacht und gegessen. Deswegen habe ich ein bisschen meine Schlumpersachen heute an. Hier ein bisschen hier reingekuschelt und oh, ich friere eigentlich habe immer noch kalte Hände. Ah ja. Aber ich will ja meine Tüte endlich auspacken und machen und da ist ein bisschen. Und ich habe wieder bloß ein bisschen heute zugeschlagen. Oh Gott, der Beutel geht glatt kaputt. No, ich habe hier wieder ein bisschen zugeschlagen. Ich kriege ihn kaum von. Ja, ich war ja, wie gesagt, was ich ja schon im letzten Video angekündigt, bei meinem Stammhändler nicht mit den Schallplatten und ja, das werdet ihr gleich sehen, meine Lieben. Ja, haben wir hier erst immer Schallplatten, ne? Die stehen gleich oben. Den habe ich nie von meinem Stammhändler, die habe ich so bei jemandem noch geholt am Stand. Wieder Klassikplatten, Klassik-Singles und da konnte ich nie, weil die vom Zustand wirklich gut aussehen. Reinigen muss man sie sowieso und da habe ich mir gedacht, ja, muss ich mitnehmen, weil, wie gesagt, so Klassik-Singles, da ich ja immer alle haben will. Dann den Reed nicht, den Reed, welchen Star habe ich da auch mitgefunden. Aber sieht ihm auch noch gut aus, mitgenommen. Die waren zwar ein bisschen teurer zum Schluss hier, weil da wollte sie 1 Euro haben, aber weil die eben wirklich fast ohne Kratzer sind, habe ich die einfach mir angelangt hier. Weil das, wie gesagt, auch eben immer mit die Klassik-Single ist immer so ein Ding. Hier der fliegende Holländer, weil die hatte ich jetzt, glaube ich, noch nie. Oh, Klassik hier, alt, noch in der Tüte schön. Oh, was haben wir hier? Ja, das ist alles ein bisschen zerflattert hier. Da muss man was reparieren. Die muss ich mir reparieren hier. Und das geht hier so aus der Leim ab zum Glück. Die muss so und dann muss das wieder so drauf ein bisschen. Und da fehlt schon ein Stück. Und dann mache ich das von innen ein bisschen verstärken und da geht das schon hier. Kurt Edelhaken in Berlin nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon hatte, aber die kann man auch, wenn man ein bisschen für ein bisschen ein paar Fänge mehr wieder verkaufen. Das geht. Zwar ist die Hülle da nun nicht ganz so doll, aber. aber. Ja. Schlager, Gitarren, klinge leise durch die Nacht, du Günter Geißler, Mensch, wen haben wir hier drauf? Zwei junge Herzen. Mensch, der Bärbel Schmachtholz, du Bärbel Wachholz. Ja, oh, Schlager, was hab ich denn hier? Jirgi, komm, du. Das ist doch nichts für mich, was haben wir hier? Oh. Die wird da und keiner weiß, wo sie ist. Ich weiß. Ja, nochmal Klassik-Single. Das ist, glaube ich, nochmal Operette. Klassik. Chor der Gefangenen, zweiter Teil. Chor der Gefangenen, Teil 1. Als Single habe ich das, glaube ich, nämlich auch nicht so im Komplett. Ich sieht ein bisschen, aber naja, da habe ich wieder die Lesebrille nicht aufgehabt. Ja. Also ein Haufen Klassik-Singles mal wieder gefunden, die auch in einem guten Zustand sind, was eben auch nie. Ja, ist wie mit den Kinderplatten. Hab ich, da wiederhole ich mich ja, aber. Ja, meine Lieben, dann haben wir hier noch, dann habe ich noch nebenbei ein paar DVDs geholt. Hier nochmal Herr der Ringe. Die zwei Türme, das Doppel mit allem drin. Weil, ja, weil, hat es noch nicht so richtig. Haben wir früher mal so geguckt, nicht so, dass noch mit Kino.de als Stream, ob man das nur durfte oder nicht durfte, damals, wo sie sich gestritten haben. Da habe ich mir gedacht, so einen Film kann man ruhig als DVD haben, hier mit allen. Schön. Für, ich jetzt gar nicht, muss schwindeln. Ich glaube 3 Euro. 3 Euro habe ich bei dem bezahlt, aber sind wirklich top Zustand. Konnte ich nicht widerstehen. Tja, wo stellen wir uns hin? Sieht keiner, blendet so, ne? Heute blendet es.
So. Ja, ungefähr. So, dann habe ich gekriegt die erste Staffel der The 100, nicht die 100. Die Serie finde ich auch nicht schlecht. Und die lag da auch so rum. Auch super Zustand. All mit, auch hier nochmal mit der Anzeige hier. Wann es denn kommt im Fernsehen. Mittlerweile ist das jetzt auch die 5 Staffeln, haben die jetzt schon. Die 6. müsste ja jetzt, ne? Oh. So, dann habe ich hier Steelbook, nicht? Die Tribute von Panem, The Hunger Games, du. District 1 Edition. Schön im Steelbook. Und bei 3 Euro kann man, glaube ich, oh Gott, hier auch wieder so Zeitungsausschnitte. Ist ja furchtbar. Ich dachte, hier ist Beilageheft. Was kommt das mal? Netto. Was ist das hier? Aha, Kornmühle, Vollkorn, du. Also, gebe, das ist schön. Catching Fire, was ist denn hier? Ach, hier ist noch drin. Was enthält Kinogutschein, du? Der Kinogutschein, ja, du leider ohne. Da habe ich Schiste. Weil das so drin steckt, habe ich mich wieder täuschen lassen, du. Ach, ich blödi. Aber naja, gut. Na gut. 137 Minuten. Hammer, aber trotzdem, wie gesagt, die sind in einem sehr guten Zustand. Was will man da machen? Was will man da machen? Einfach mitnehmen. DVD 1, Hauptfilm bis extra. Was ist das hier? DVD 2, Extras. 217 Minuten Extras. Na sowas, da kann man ja mal gucken. Kinogutschein, ach, der ist nie hier von hier. Nee, der ist einlaminiert, das kann nie von hier sein. Oder aus der Hülle? Keine Ahnung, schäb's mal auf. Hallo, drin bleiben. Ja, als Steelbook. Bisschen angekratzt, aber ansonsten habe ich mir gedacht, kann man sich ins Regal stellen. Dann habe ich noch gekriegt die 4. Staffel von The Vampire Diaries. Da habe ich erst die 1. bloß gekriegt. Also man kriegt immer stückchenweise, gucke ich immer, wenn ich, ich bin wirklich ein Serienjunkie und wenn ich jetzt das kriege, dann hole ich mir die eben und da kann ich schon gucken, wann ich will, ob nur Internet da ist oder nicht. Nicht wie manche hier dann eben bei Amazon mit Beilagen. Hier ist sie wirklich drin, das ist kein Zeitungsausschnitt und die Werbung noch, du, auch guter Zustand. 3 Euro das, das Staffel. Kann man, glaube ich, nie unbedingt meckern. Wie gesagt, kommt ja immer drauf an, was man. Ja, dann habe ich noch gekriegt Pferde Walking Dead oder Deed, Staffel 1. Ganz normal als DVD. In der Pappschachtel sieht auch noch sehr gut aus. Wie neu, wie laden neu. Da waren ja bloß 6 Folgen Staffel 1. Und ja, ich hole mir das immer Stück für Stück. Ach, das ist Pferde Walking Dead, seht ihr? Das ist gar nicht hier The Walking Dead, sondern Pferde Walking Dead, seht ihr? Hab ich wieder, da hab ich auch nicht richtig hingeguckt, ich hab gedacht, der Walking Dead, der Pferde Walking Dead ist natürlich auch gut. Natürlich auch, mein Gott, seht ihr, so kriegt man doch im Nachhinein Überraschung, du. Das ist ja nicht zu fassen, es ist überraschend. Ja, und weil wir bei Steelbook sind, Planet Terror, durchgeladen. Schöner Horrorfilm. Ja. Ein biologisches Experiment geht schief. Ne? FSK 18 auch. Jetzt muss ich gucken, aber hier ist die Beilage. Seht ihr, hier ist er noch richtig drin. Eine DVD und sieht wirklich top aus. Dafür habe ich 2,50 Euro bezahlt. Ich denke, kann man machen. Kann man machen. Sieht wirklich gut aus. Und noch ein Steelbook. Evil Aliens. Eine verdammt blutige Begegnung der 3. Art, das kenne ich gar nicht. Ist aber FSK 18, sieht auch nach Horrorfilm aus. Schön hinten Szene. Ja, möchte ich vielleicht gar nicht zeigen hier. Ah, auch schön mit Beilagen. So sieht es schön aus, so von hinten. Und auch sehr guter Zustand, auch 2,50 Euro. Kann man ja nie meckern schließlich. Da kann man nicht genug meckern, so. Es wird immer voller. Ja, Steelbook ist da nicht mehr, aber ich habe Nip/Tuck Staffel 5. Was Staffel 5, Teil 1? Gibt es da noch andere Teile? Da gibt es noch einen zweiten Teil? Ach du liebe Güte.
Tatsache, Disc 3, Disc 5. Ja, Staffel 5, Teil 1 verstehe ich jetzt nicht. 100 plus 14. 100 glaube ich plus 14, oder? Episode 1, 2. Hä? Ah, der hätte ich mal rissen reingucken. Ah, ich hab Mist gekauft. Und dann hab ich schon noch teuer Geld bezahlt. Nee, das kann ja nicht sein, dass die hier bloß ausgewählte Folgen hier reinmachen. Der 1, der 2, der 6, der 7, 8 und der 12, 13, 14. Und das als Teil 1 verkaufen? Ach nee, ich blöd mal, man muss es ja mal rumdrehen, hier hinten. Oh, jetzt hab ich einen Schreck gekriegt. Hier sind zwei Discs drinne. Der 18er Version. Nee, 5, 6. 5, 6, 7. Oh, Leute. Ach. Aber es wundert, glaube ich, eh bloß 14 Folgen. Also verstehe ich jetzt das nie mit dem Teil 1. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder haben die sechste Staffel dann als Staffel 5 verkauft? Ich weiß es nicht. Das kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ist jedenfalls ist eine Serie über Schönheitschirurgen, ne? Also alles mal so richtig über das ganze Geschäft. Ja. Also kann man sich angucken oder habe ich mir mal angeguckt? Ja, meine Lieben, dann habe ich hier noch Fast and the Furious, das 3-Movie-Set, Teil 1, 2 und 3. Für mich eigentlich die besten Teile, dann fing es an Mist zu werden. Nur einfach, ohne Beilagen. Ohne Beilagen. Leider, da habe ich ein bisschen mehr bezahlt, aber nicht für die Vermietung. Aha, nicht für die Vermietung und die, keine Ahnung, hier steht es gar nicht drauf. So, weil die anderen Teile, ich weiß auch nicht, das wurde ja immer lächerlicher. Je mehr man das, je größer der Aufguss wurde. So, ach, hier habe ich noch eine, habe ich noch, ach nee, das ist mal Ausnahme sehen, habe ich für die Sims 1 noch eine Erweiterung gekriegt. Megastar, Sims 1 Megastar, mit Beilageheftel, Nummer. Sieht gut aus, 2 Disc Set. Mal gucken, ob man die einlesen kann. Ja, da konnte ich wieder mal nicht widerstehen und habe sie einfach mitgenommen. So, meine Lieben, nun kommen wir dazu. Ich hatte bei meinem Stammhändler, ja, ein paar Singles hatte ich mir ja rausgesucht. Und dann sagt er, komm mal mit, wo wir dann bezahlen, haben bezahlen war, hat er mir dann, hat er seine Singlekiste geholt, nicht? Und hat dann hier so gemacht und hat dann noch so gemacht und wieder so gemacht und dann hat er wieder so gemacht. Ja, Alice Cooper, du, Alice Cooper war mit dabei und so gemacht. Ah ne, bis auf die eine nie. Und hat ihn mir dann alle in der Hand gedrückt. Und hat gesagt, das haben wir ja so ausgemacht, ne, weil ich erst ein bisschen enttäuscht war und dann bloß hier, na, ich mir das rausgesucht habe. Und ja, jetzt habe ich hier den ganzen Stapel wieder da. Mehr als was ich sonst haben wollte eigentlich. Ja, die hatte ich mal verkauft. Das war so eine Werbeplatte hier, so eine Schwuppelplatte hier. Ach, da ist noch irgendwas Russisches drin. Und noch was drin, solche Folienplatten. Oh, Dornröschen ist dabei. Du seht, das hab ich gar nicht gesehen beim Durchwühlen. Dornröschen. Hab ich mir zwar letztens, aber meine ist nicht so gut. Du musst mal gucken. Ja, so kann man Schnäpschen machen hier. Natürlich DDR-Schlager, du Gerd Christian, sag ihr auch. Da werde ich wahrscheinlich mal einen Pack machen, was ich nie haben will und verklingel die wieder. Die Kolibris und die Dominas, komm, gib mir deine Hand. Ja, alles Schlager. Gut, bei Mama, das habe ich ja alles. Da ist natürlich wieder viel dabei, was ich habe. Oh, Solidarität mit Chile, du Wenzel Remus.
Andreas Holm, du, was haben wir denn hier? Jetzt sind natürlich ein Westsingle dabei. The Water One Stranger. Da muss ich mal gucken, weil da kenne ich mich eben wirklich schon nicht so aus. Ob man vielleicht die eine oder andere, ob ich sie entweder behalte oder dann. Tja. Zum Finanzieren nehme Felix, du, din, di, lin, din, din, na Donnerwetter, das ist bestimmt sowas, wo man, ach du Scheiße. Oh. Da kann ich sortieren machen, putzen meine, die ich dann wieder muss, ja, Sandra, Everlasting Love, Change Your Mind, ne, die behalte ich selber bestimmt. 80er Jahre, Sandra, das ist bestimmt, ja, Haufen Henkler, du. Müssen wir mal gucken, was ich meine, dann besser aussehen. Wieder mal Karel Gott, möge er in Frieden ruhen. Hier hab ich nochmal John DeLusa, du Mensch. Ach ja, Gottlieb Wenzelhals. Du Scheiße. Ich habe den Haufen, habe ich zwar so durchgewühlt, aber eben bloß so, wenn meine Mama macht das ja dann so, das geht ja schon ganz automatisch. Hab ich, brauche ich nicht. Und was ins Auge sticht, das nimmt man dann. Pussycat, du Smiley. Hier ist nochmal Gerd Christian. So bist du und Gloria. Otto! Otto! Ja, da muss ich mal gucken. Meines glaube ich nicht so gut. Es wird Nacht, Senorita. Hier ist nochmal Pussycat. Georgie. Aber Dancing Queen. Gut, sowas kann man mal verdünnen. Das geht immer mal wieder als Amiga. Nico Hawk, die ging, oh, Schmiedchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Die habe ich gar nicht gesehen, die habe ich mir gar nicht rausgesucht. Ja, guck mal an, die. Jens Heller. Oder hat er die denn erst hineingesteckt? Also ich weiß nicht, manchmal ist da geht man im Flohmarkt, da weiß gar nicht, was man kauft. Frank Schäbel haben wir hier. Gruppe Kreis, du. Muckst du, hey, kleine Linda. Fleetwood Mac, die kann man auch ein bisschen mehr verkaufen, das geht auch. Münchner Freiheit. Ja, ich glaube, meine war da auch nicht so toll. Da muss ich mal gucken. Herz aus Glas, nicht so lang man Träume noch leben kann. Mike Oldfield. Oh, die sind auch noch schön erhalten. Juliane Werding. Ist immer, was immer mal geht. Gut, kann man leimen. So, was haben wir hier denn wieder? Nick Kershaw, du. Das 80er Jahre, ich glaube, das muss ich da mal gucken. Ich glaube, weil so 80er Jahre Singles, die werde ich wohl behalten. Was haben wir hier? Frankie, nimm zwei. Mhm. Sagt mir jetzt gar nicht, oder die hat er so in die Hülle gesteckt. Vitamin A, Hackbrettfett, Stammtisch, keine Ahnung. Da muss ich erst mal gucken. Das sagt mir überhaupt nichts hier. Schöne, stabile Papphülle und noch in der Hülle, du. Nimm zwei. DJ Fang. Was DJ Fang? Keybassbeton. Aha. Da muss man mal gucken. Das sagt mir jetzt so vom Namen gar nichts. Schauen wir mal. Eine Leerhülle kann man immer gebrauchen. Nochmal Frank Schöbel wie ein Stern. Schön. Was haben wir hier nochmal? Wieder Frank Schöbel. Oh, eine alte dazwischen noch, eine alte, du, mit Pericles Fotopoulos. Carnival mit der Horst Krüger Band, du. Goodbye, Mama. Ne, was haben wir hier? Ach nee, goodbye, my love, goodbye. Ach ja, hat ja auch ursprünglich hier. Ach, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Demis Russo gesungen, und das auf Deutsch. Hier hab ich nochmal Sandra Mo und Jan Gregor. Frank Schöbel nochmal. Muck und Lucille, da kann schon der Herr wie Muck, Schokolade, schön. Also Schnulzen ohne Ende, Nena. Backer, hier nochmal eine Melodia Schwabbelplatte hier. Modern Talking, du. Bonnie M, nochmal Modern Talking, Menschenskinder. Die Wings. Neil Diamond, ja, die kann man sich schon, da kann man die Wände pflastern damit. Richie E. Poveri, ich glaube, da brauchst du auch nochmal. Stefan Remmler, das ist alles so, die brauchst du gar nicht putzen, da kann ich mal einen Pack machen. Falco kriegt man in jeder Ecke, das geht. Die erste allgemeine Verunsicherung kriegt man nochmal einen Euro extra. Die Dahlia Lavi brauchen wir eine Insel, da kannst du wirklich, kann ich wirklich mal einen Pack machen wieder und weg damit. Münchner Freiheit und noch einmal. Da kannst du mir wieder das Beste raussuchen. Ne? Howard Korbendale. Ah, hier die Blackface, jetzt hab ich sie nochmal. Melanie nochmal.
Oh je. Was haben wir hier? Birds of Paradise. Achso, das ist ein bisschen gemischt. Heinz-Rudolf Kunze. Modern Talking. Jennifer Rush. Ja. Die hatte ich noch nie, die habe ich mit Liberals gesucht oder Gerd Michaelis Co. Ja, was haben wir hier nochmal? Roland Kaiser, du. Niki, ganz oder gar nicht. Andy Borg, Mensch, du. Oh, und endlich wieder Roger Wiedecker. Andreas Holm, Dingelingeling, du wirst es nie erfahren. Die Hülle sieht ganz gut aus. Da muss ich nochmal gucken. Was haben wir hier? Oh, Berluk. Die Gruppe Berluk, gerade raus, ne Bomb. Hab ich noch nie. Ostrock, natürlich. Ostrock. Ostrock, das ist gut. Nochmal Frank Schäbel, man kann sich dran gewöhnen, hatte ich auch nie. Die ist auch hier immer nicht so gut zu kriegen hier. Komm, gib mir deine Hand. Oh, komm doch, komm zu mir, komm, gib mir deine Hand. Ich hab schluppe nämlich so auch noch nie. Christoph, ach, das waren die, die ich mir raus. Jetzt kommen die, die ich mir rausgesucht hatte hier. Sochi, was hab ich denn hier gesucht? 17 Jahre blondes Haar. Ah, Udo Jürgens, Udo Jürgens. Geht auch immer mal noch ein bisschen, nochmal Chris Dirk, was hab ich hier, Nina Hagen habe ich gekriegt, Nina Hagen, da zollst du ja zwar nie in der Originalhülle, du hast den Farbfilm vergessen, der Hit schlechthin, zumindest bei uns in der DDR, war es das erste Mal, bevor sie ja dann abgehauen ist, ja, wenn ich an dich denke, Nina Hagen. Schön, da hab ich mich gefreut. Hab ich dann wirklich halt die Lesebrille nicht auf und hab gelesen. Dachte, her damit. Da hat gesagt, hat drei Singles für 1 Euro. Und dann hab ich, wie gesagt, das Ganze dann voll verrichtet. Kann ich nochmal. Der Gartenfreund. Ach, das ist das mit der. Oh, das ist gar nicht drin. Hier Secret Service drin. Ach, so ein Mist. Oh, da müssen wir mal gucken, ob beim Secret Service dann vielleicht der Rolf Herrisch drin ist. Du. Ah, müssen wir das gleich mal zur Seite legen. Ja, Costa Dobrev sagt euch viel. Ach, siehst du hier die, weil die sieht schöner aus von der Hülle. City am Fenster und mein Freund. Oh, Hans-Jürgen Bayer, du. Was haben wir hier? Siegfried Valendi, du, Siegfried Valendi. Hier nochmal John DeLuca, du. Und das hatte ich natürlich noch nie. Franco Esche Quintett. Die habe ich noch nie und die ist bei eBay auch immer ein bisschen teurer, wenn man die auch im Guten sucht. Die Hülle ist leider noch Schwabbelbabbel hier, aber für das Geld. Udo Lindenberg, ja, da brauchte ich eine, weil meine sind nicht schön aus. Das war eine Fehlproduktion, die ist so blind und da klingt die ganz furchtbar. Rio Reiser, auch nochmal schön. Kriegt man wahrscheinlich auch nochmal alles einzeln los. Die habe ich schon mal, aber wie gesagt, ich gucke immer, wenn es dann immer was Besseres, wo ich im Zweifel bin. Ja, Ljubka Dimitrovska, du. Nochmal Andreas Holm. So, dann haben wir hier Westsingle, Alice Cooper. Feed my Frankenstein oder so. Muss ich mal gucken, da hat er gesagt, die wäre ein bisschen mehr wert. Mal schauen. Ich bin ja noch nie so der Freund davon, aber da gucke ich mal bei eBay. Was haben wir hier? Halloween, Dr. Stein. Mhm. Ach, die heißen Halloween. Ja, manches kenne ich eben auch nicht immer unbedingt, aber. Du, wie gesagt, bei den West-Singles muss ich mal gucken. AC/DC, du, den kriegt man bestimmt verkauft. AC/DC geht immer. Oder ich behalte sie, du, Thunderstruck. Thunderstruck und Fire Your Guns. Oder ich behalte sie, das weiß ich noch nie. Weil AC/DC ist ja auch. Ja. Inner Circle, du, Inner Circle. Seven Remix und Party Party. Was haben wir hier? I'm on Fire. 5000 Volt, du, bye, 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 love. Keine Ahnung, sagt mir jetzt so nicht. Muss man wahrscheinlich hören. Weil wir hatten ja viel in der DDR, wenn man es dann gehört hat, da kannte man den Namen nicht, aber wenn man es dann gehört hat, die Pinguine, das sagt man ja nur gar nichts. Die Pinguine, was haben wir hier? Send me an Angel, a Scorpions, du, die Scorpions, meine Fresse.
Das ist bestimmt aber auch so ein Massenprodukt. Good for Tea. Produkt bei Bob Lemp. UB40. Ja, muss ich gucken. Wie gesagt, das ist, was mir gefällt, das behalte ich ja auch. Ich muss schon auch blöd sein, wenn ich es kriege. Disney Hawks, the one. Was? The one and only. Sagt mir im Moment auch nicht, wenn ich es höre, vielleicht. So, was haben wir hier? Anthrax. Anthrax, Antisocial. Aha. Parasit. Ja, keine Ahnung. Sagt mir vom Moment. Oh, der Color-Vinyl, du. Color-Vinyl. Mensch, eine rote Single. Oh, na, hab ich ja wieder zu tun. Wie gesagt, erstmal gucken. Dr. Alban, It's My Life. Die werde ich bestimmt auch selber behalten. Roxette werde ich bestimmt auch behalten. Fading Like a Flower. Und Every Time You Leave, oder? Ach nee, I Remember You. Wie gesagt, das ist so 80er Jahre, das wäre ich ganzen Roses. Alles, was nicht so mein Ding ist, da gucke ich. Und was so mein Ding ist, die behalte ich. Ganzen Roses. Was Susanna. Ups. My Side of the Bread. Bett. Ja, sagt mir, wie gesagt, im Moment auch nicht. Was haben wir hier? Terminator 2 Judgment Day, du. Ganzen Roses, Terminator 2. Mensch, du, vielleicht was für Fans, keine Ahnung. Also nicht, dass ich kein Terminator-Fan bin, nicht, dass ich das falsch versteht, aber... Bonnie Tyler, ja, das ist hübsch, du. Bonnie Tyler, wer ich denke, ich wird auch in meine Sammlung mit einfließen, hier nochmal. Oh, die haben wir ja Löcher, hat aber eh noch aufgefädelt, oder was? Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, mittendrin, ja auch schon bestimmt eher an der Wand genagelt, hier, so wie es aussieht. Warmer Deko, so, was haben wir hier? All Together, ne, All Together Hero. The Form Remixes, keine Ahnung, sagt mir nicht. Muss anhören. So, dann haben wir hier, muss ich nicht alles können. Unation oder Unation, Unations, okay, wie gesagt, mal ausländisch, könnt ihr mich ruhig auslachen, aber kenne ich nie. Was haben wir hier? Bad Things, Cry of Love. Cry of Love, wem ist denn das? Was, Brother? John Castor, Columbia. Brother. Sagt mir so nicht. Oh, aha, ne, die werde ich bestimmt behalten. Call your name, du. I call your name. Aha. Ja, aha, du. Aha. So, was haben wir hier? Horse, Good's Home, Movie. Filmmusik oder was? Ich sag mir nichts. Sagt mir nichts, kenne ich nie. Ja, den Struwel Peter Schallplattenbeilage. Ja, wenn die gut ist, dann kriegt man sie mal verkauft. Das Buch. So, jetzt kommt wieder DDR. Hans-Jürgen Bayer. Ivica zerfetzt mich. Andy Burg. Roger Wiedecker. Peter Alexander. Alexandra, das ging, glaube ich, mal. Die konnte ich nochmal einzeln. Und nochmal Frank Schäbel. Ja, die hat er mir alle in die Hand gedrückt. Und schlussendlich, die habe ich einzeln gekauft. Clown Ferdinand, nochmal eine Kinderplatte. Weil meine ist dicht zerkratzt und schlumprig und für die habe ich einen Euro bezahlt. Nimm ich mit. So, meine Lieben, und nun haben wir hier dann noch. Ach, guck, ich habe schon noch eine Udo Lindenberg. Man fasst, oh, kommst du her? Man fasst es ja nicht, du. Zweimal Udo Lindenberg, wenn ich da nie die Wahl habe. Oder das Putzen, also die muss ich wirklich sortieren, wo ich sage. Pack wird ungeputzt verkauft und. Da mache ich mir gar keine Mühe und die, die ich brauche, die putze ich und die, wo man vielleicht noch einen Euro kriegt. Oh, ja, meine Lieben, dann habe ich hier eben dort noch, ach nee, dann habe ich, nee, halt ganz so ist es nie, die habe ich extra, die habe ich extra, die habe ich extra und die habe ich auch extra. Und die habe ich auch. LPs hat ich mir gar nicht so viel rausgesucht. Die habe ich, schon mal, das ist... Klassen, nee, ich muss mal sortieren. Jo,
die hab ich noch bei meinem Stammhändler. Den packen LPs samt diesen Singles hat er zum Schluss mir 30 Euro abgeknöpft. Und ich glaube, da kann ich nie meckern. George Moustaki, ja, denke ich, dürfte bekannt sein. Meine ist eben zerkratzt und die sieht aus wie aus dem Laden. Hat er schon reingeguckt? Aber ich weiß gar nicht, mein, ob meine ein weinrotes Label hat, dann würde ich ja immer die weinrote behalten, weil er dann doch die ältere ist. Der hat heute für einen Euro Tor gemacht. LPs 1 Euro und Singles hat er, wie gesagt, ja immer erst 3 Stück für 1 Euro und dann doch mir alle gegeben. Petra Ziegler und die Smokings, du. Ostrock ist das. Ostrock kann man, denke ich, auch immer mal noch mal verklingeln. So. Bum, bum, bum. Na, kommst du her. Sieht ihr top aus. Vielleicht ist sie besser wie meine. Veronika Fischer, aufstehen und Band. Kennt ihr ja auch, die geht ja in Westdeutschland. Oh Gott, hier löst sich das Label ab. Ach, hätte schon mal nein geguckt. Der hatte so viele, hätte ich es mal können raussuchen. Oder? Frank Schöbel, du, das Jubiläumsalbum, du, da hab's nie, das hab ich so noch gar nicht gesehen, du, Lucky Lucky, Doppelalbum, ja, relativ guter Zustand, 2 Euro kommen das natürlich, weil Doppel-LP, aber das hab ich so noch gar nie, von wann ist denn das eigentlich, 1980, ach nee, Kessel Bundes, miep, miep, miep. Vor 14 Jahren. Mhm. Kann man das hier irgendwo stehen? Ist ja immer. Bei DDR stehen sie ja immer da hier. 1982. Ja. Ist nicht schlecht. Hab's noch nicht gesehen. Gut, Frank Schöbel ist natürlich nicht hier. Nochmal Frank Schöbel, die hat schon nie, aber sieht alles ein bisschen schlampi-bambi aus, wovon ich träume. Jennifer Rush hatte ich ja. Amiga, sehr schön, gut erhalten. Muss gucken, wie meine ist, weil die, glaube ich, war nicht so toll. Ja, noch eine Klassikplatte dazwischen. Ja, die war auch bei ihm. Altes Label, Dieter Zechlin. Ludwig van Beethoven. Frank Schöbel nochmal, die hatte ich mir mal früher als Jugendlicher. Oh, hier fehlt die Innenhülle, aber naja, gut. Und die habe ich dann irgendwann, habe ich schon wie gesagt, einen Teil muss ich mal weggehauen haben, weil die finde ich nicht mehr. Ich bleibe der Alte, also die Frank Schöbel-Sammlung sozusagen vervollständigt. Die Lokomotivgeräusche, die kann man nochmal gut bei eBay verklingeln. Natürlich mit einer anderen Hülle und sauber gemacht und mal angehört. Für alle Dampflok-Fans, ja, hat man sich also die Mühe gemacht, wie welche Baureihe klingt und so. Die Hülle ist zwar ein bisschen, naja, so knittrig, aber. So, dann habe ich Christe Bürg, Man on the Line, High on Emotion. Den mag ich auch sehr gern. Und für 1 Euro mitgenommen. Sonst legt er, nimmt er mir ja dann wieder 5 ab oder so. Münchner Freiheit habe ich hier. Traumzeit nochmal. Oh, O'Shane mit Innenhülle nochmal. Also alle für 1 Euro hier. Da kannst du nicht meckern. Was hab ich denn hier? Ach, Amiga, weil die habe ich so noch gar nicht gesehen. 20 mal Beat. 20 mal Beat. Die kannte ich noch gar nicht hier mit. Gruppe General, du. Hier auch nochmal Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen, du. Geh zu ihr, die Pudis, du. Christiane Ufold, Skandal. Friedke, ach nee, Angelika, Mann. Der hab ich mir gedacht. Kennst du noch nie? Nimmst du mit. Onkel Toms Hütte, dürfte ja bekannt sein. Litterer. Bisschen angeschnubbelt, aber mal gucken. Und Van Halen hab ich noch mal mitgenommen. Hatte ich ja auch schon als Amiga-Pressung. Oh schön, da war meine, glaube ich, gut. Und mal gucken, ob ich so wenigstens. Wie gesagt, ein bisschen Refinanzierung bei eBay muss man ja immer mal ein bisschen mit. Mache ich zwar nicht mehr so, weil, wie gesagt, mit den Schallplatten ist zurzeit schlecht. So, und dann habe ich mir noch geleistet. Die Gruppe Lift, Ostrock. Beim anderen Händler, dann habe ich ein bisschen mehr bezahlt.
Muss ich mal gucken, ob ich nicht doch zu viel bezahlt habe, aber das ist sehr gut. Christ Dirk. Ja, die hab ich nämlich noch nie. Jetzt hab ich sie alle drei. Ja, ich weiß, was für Superstars, ist mir schon klar, da wird dem einen oder anderen schlecht. Dann hab ich nochmal Ude Freudenberg. Eine Gruppe Elefant. Hab ich 2,50 Euro, da guck ich mal, weil Ostrock und so. Ich hab ja meinen einen schon und die ist sehr gut und die sieht auch top aus. Putzen, anhören, gucken und dann gucken, was so bei eBay weggeht. Ja, die habe ich also wirklich zur Refinanzierung gekauft. Da gebe ich schon zu. So, Stevie Wonder Amiga Pressung. Herrlich, herrlich. Musste ich einfach mitnehmen. So, dann habe ich wieder Willi Schwabes Rumpelkammer Filmmusik. Leider ist die ein bisschen zerflattert, aber es ist die fünfte Folge und die Platte selbst sieht aber noch ziemlich gut aus. Die fünfte Folge, die kriegst du nämlich nie und wenn nur für teuer Geld. Und die habe ich so für 1 Euro gekriegt, nicht? Und da kann ich nie meckern, Dasselbe gibt für das Schmankerl, habe ich auch noch nie gesehen, Marianne Wünscher. Chansons mit Marianne. Marianne Wünscher war die DDR-Schauspielerin, nicht? Also auch eine sehr gute, ja, die ich auch immer gern gesehen habe. Und die ist auch sehr super Zustand hier und da habe ich, denke ich, konnte ich für den Euro einfach nicht viel falsch machen. Die Hülle ist zwar auch kaputt, aber muss ich mir alles reparieren. Die repariere ich mir. Und da habe ich wieder ein schönes Stück. Auch, wie soll ich denn sagen, ein Stück auch DDR-Geschichte. Klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber naja, komm, es ist gleich vom richtigen Namen. So, dann habe ich nochmal Klassik geholt, Chopin, Gewandhausorchester, Anne-Rose Schmidt am Klavier, Georg Friedrich Händel, Feuerwerksmusik, dann nochmal Händel, die Wassermusik. Dann habe ich nochmal Schumann geholt. Schumann, Klavierkonzert, A-Moll. Nochmal Schumann. Fantasie, C-Dur. Wie gesagt, Klassik geht immer. Dann habe ich hier geholt, jetzt weiß ich nie. Hat hier das Electric Light Orchestra, also ELO, das gespielt oder nee? Oder ist das ein anderes, weil das The Electric Light Orchestra sich nennt? Da war ich mir jetzt nicht sicher und habe mir die einfach mitgenommen. Obwohl, das könnte wirklich ELO sein. Da habe ich mir gedacht, ich nehme die mal mit und guck mal, was es ist. Weil komm, bloß ein Euro und da kannst du nicht viel falsch machen. Und wenn es so einfach Unterhaltungsmusik ist, ist das ja auch nicht schlecht. Kann man ja mal so zwischendurch. Man muss ja nicht immer die Top-Stars hier alle. Und dann noch einmal Mozart, Flötenquartette. Weil ich glaube, die hat schon bei Klassik muss ich mir überlegen. Manches habe ich schon 2-3 Mal und zwar verschiedene Ausführungen, was ja auch nichts macht. Ne? Das ist ja auch immer so. Ja, meine Lieben. Da haben wir wieder ganz schön heute. Ist doch wieder ziemlich lang geworden, weil der Beutel war ja auch ziemlich voll. Muss man ja schon mal sagen. Ja, meine Lieben. Also diesen Monat wird es wahrscheinlich definitiv gehen. Neue nochmal Flohmarkt-Video geben, weil auch mein Kontingent für diesen Monat ist erschöpft. Aber man soll niemals nie sagen, aber ich denke eher nicht, weil jetzt habe ich schon erstmal genug und bis das so alles aufgearbeitet ist, bis das durchgehört ist, weil bevor ich meine Platten hier einsortiere, werden die alle durchgehört, dann kommt die Zettelchen rein mit dem Zustand, damit ich dann immer weiß wie es ist. Hier habe ich immer so ein kleines Zettelchen drin. Hier steht in dem Falle Platte 1 hervorragend und 2 hervorragend, ob sie durchlaufen und dass ich sie gereinigt habe. Weil wenn man wirklich mal wieder eine kriegt und dann weiß man wieder nie, oh, war die jetzt besser oder war die nicht besser oder war sie schlechter? Und wenn du dann immer das zweimal hören musst, dann hängt sie irgendwann immer zum Hals raus. Und so guckst du einmal aufs Zettelchen und sagst, ah, da brauchst du maximal noch die Hülle betrachten und dann... Ja, meine Lieben, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Ich wäre auch langsam wieder heiser. Ich weiß, es waren viele tolle Sachen heute dabei. Oh, freue mich wie immer über eure Meinung. Nicht? Könnt ihr eure Meinung drunter schreiben? Kommentare, nette
Ja, lasst ein Däumchen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, ja, und wenn ihr Abo habt, dann macht die Glocke an, ob ich diesen Monat wirklich nicht mehr im Flohmarkt gehe oder dann doch erst nächsten oder doch nochmal oder wie auch immer, meine Lieben. Ich hoffe, es hat trotzdem wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.